Hallihallöchen, willkommen zurück bei Starfield. Es gab ein Update schon wieder und ja, Update ist immer gut. Wir werden jetzt hier mal reingehen und ich habe im letzten Mal ein bisschen geguckt. Irgendwie ist die Quest ist auch ein bisschen irgendwie ganz, ganz komisch. Auch komisch beschrieben, wie ich finde. So. Ja, die Quest ist auch sehr komisch beschrieben, wie ich finde. Meiner Meinung nach. So, man muss diese Points hier immer wieder ansteuern. Die sich irgendwo bilden. Ja, das muss man immer und immer wieder machen. Immer diese Points hier ansteuern. Das ist irgendwie überhaupt leider gar nicht erklärt in der Quest. Nur untersuche die Anomalien. Aber für mich ist das gerade keine Anomalie, ne? Das ist eigentlich nur so ein Gefunkel, mehr nicht. So. Ich weiß nicht, wie lange man da braucht. Das werden wir jetzt gleich sehen, auf jeden Fall. Okay, die haben wir nicht angesteuert gekriegt. Ist auch ehrlich gesagt gar nicht so leicht, weil man nicht immer so schnell unterwegs ist. Der Boost irgendwie auch zwischendurch weg ist dann. So, auf jeden Fall das müssen wir machen. Zack. Vielleicht sollten wir mal gucken, was sein Zentrum ist. Weiter habe ich nicht geguckt. Oh, was ist das? Oh, oh, Hilfe, Hilfe. Ja, weiter hatte ich nicht geguckt gehabt. Ich hatte nicht weiter geguckt gehabt, was... Das ist ja... etwas. Das war unglaublich. Und sowas sage ich nur sehr selten. Ja. Drücke Tab, um die Datenmenü zu öffnen, um deine neue Kraft auszurüsten. Wähle den Bereich oben aus, um deine Kräfte... Achso, da. Kräfte. Unentdeckte Tempel 6. Aha. Zeuge in einem begrenzten Bereich. Ein Feld mit sehr niedriger Schwerkraft und werde Zeuge der wahren Kraft des Planeten. Aha. Wie... Achso! Sehr cool. Achso. Kehre zur Loge zurück. Haben wir denn so... Aua. Ah, ich habe ausgerenktes Gelenk erlitten. Ja, okay. Haben wir denn sonst noch irgendwas hier auf dem Planeten? Was ist das? Map? Ach so. Mein Schiff, Tempel der Ära, erkundet. Okay, hier gibt es scheinbar nichts mehr zu erkunden. Hier gibt es sonst nichts mehr zu erkunden, ne? Unbekannt. Ja doch, da gibt es noch was zu erkunden. Das erkunden wir dann doch gerne, ne?
Man muss ja auch alles erkunden, wenn, ne? Also. Hui. Ich frage mich ja gerade mal. E-Scan. Ich frage mich ja gerade mal, wenn wir jetzt erkunden und all sowas, wo finden wir denn die restlichen Planeten dann? Wollte ich gar nicht. Unbekannt? Nochmal unbekannt. Zweimal unbekannt. Das ist ja sehr unbekannt. Kehre zur Loge zurück? Nee, noch nicht. Erstmal machen wir mal unbekannt. Scannen. Hast du kurz Zeit? Ich würde gern mit dir reden. Ja klar, warte. Ich höre. Vielen Dank für das Gespräch. Ich kann ein freundliches Ohr brauchen. Oh, ja klar, gar kein Thema. Erhalten, die mich sehr ins Grübeln bringt. Was ist denn los? Nein, nein, das ist es nicht. Es sind nur ein paar Anfragen zu Dingen, die ich normalerweise regle, wenn ich dort bin. Aber ich bin hier draußen mit dir. Ja, wir sind da schlicht dran. Hier draußen, sondern ich selbst. Bevor ich zur Constellation gekommen bin, war ich 8 Jahre lang Leiterin des Navigator Corps, bis die UC die Division dicht gemacht haben. Ja, schmerzhaft ist durchaus eine treffende Umschreibung. Sie wollten spektakuläre Entdeckungen, um das Budget zu rechtfertigen. Und nach dem Krieg war das Geld knapp. Es war also ja, klar, ist immer so. Sie machen uns dicht. Ich habe die Division geleitet, also hat man natürlich mir die alleinige Schuld gegeben. Entdecker. Für dich mag es leicht gewesen sein, aber ich habe Pflichten gegenüber den UC und konnte nicht einfach weg. Tut mir leid, ich habe es gerade nicht leicht. Hör mir bitte einfach zu. Okay. Du hast mir mal gesagt, dass dir der Weg wichtiger ist als das Ziel. Vielleicht verstehst du also, was ich sagen will. Ich bin gescheitert, weil mir die Erkundung der Sterne wichtiger war als Papierkram. Das ist es ja gerade. Habe ich zu sehr gedrängt? Haben sie uns aufgelöst, weil ich nicht still am Schreibtisch saß und brav Zettel gestempelt habe? Ach. Keine Ahnung. Nein, verdammt. Ich sage jetzt ausnahmsweise mal, was ich denke, statt so zu tun, als wäre alles prim. Nenn es, wie du willst, mein Antrieb. Sie bringen mir immer wieder Machtposition. Ja, genau. Wenn dir das so klar ist, wie klar ist es dann erst Barrett oder Matteo? Sie brennen bestimmt schon darauf, mich zu ersetzen. Verdammt! Es tut mir so leid. Du willst mir helfen und ich brülle dich an. Weißt du, nachdem Aja in Rente war, hat sich niemand mehr einen Dreck um mich geschert.
Oh, Backe. Hör mal, du hast offensichtlich Gefühle für mich. Aber ich hatte noch nie in meinem Leben Zeit für so etwas. Ach, eben. Bitte, es liegt nicht an dir. Ich bin einfach noch nicht bereit für so eine Nähe. Nicht jetzt, aber danke, dass du mir zugehört hast. Das hat wirklich geholfen. Sie will mich nicht. Ach Quatsch. Was mach ich denn da? Unser Vieh. Vieh. Ah, das rennt da hinten irgendwo. Ach, das ist ein Schwarm auch immer, ne? Bevor du es in deine Tasche stopfst. Aha, hab ich. Machen kann ich damit jetzt nichts, ne? Hier. Dann gehen wir ins nächste. Die Flora und die Fauna. Die waren da. Achso, Prognose verbessert. Ah, da war ja, ne?
Achso, warte mal. Jetzt sehe ich hier nämlich nichts mehr. Da geht's zu dem unbekannten Ort. Misthaufen, okay. Erschreckt mich doch nicht so, Alter. Kann ich diese Teile irgendwie wieder zusammensetzen oder irgendwie sowas? Ich weiß ja nicht, wofür das ist. Geh doch mal weg. Geh doch mal. Brauche ich denn vielleicht die neue Kraft dazu? Warte mal, warte mal, warte mal. Was war das? Z, ne? Warte mal. Okay, ich dachte, meine Macht wäre da irgendwie gut für oder so. Seltsames Ei geht immer. Was bringt meine Kraft überhaupt, ey? Wir bringen ja gar nichts.
häng ihn fest. Auch gut. Und da. Ich weiß beim besten Willen echt jetzt gerade nicht, was ich machen soll. So. Ich weiß echt nicht beim besten Willen, was es mir gerade bringen soll hier. Also diese... Ah, da. Ich weiß echt nicht, was es soll. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Ja, zu dem Ort noch mal, aber da kann ich ja nichts machen mit, oder? Ich sag mal, Sarah, warum hast du eigentlich nichts an? Also, an schon, klar, aber nicht so.
Oder hat das jetzt einfach gar nichts zu bedeuten? Das ist auch ein Misthaufen. Ich verstehe es nicht. Wir machen eine Schnellreise und dann geht das auch. So, ab zu unserem Schiff. Ich verstehe es nämlich nicht. Achso, Space gedrückt halten. Wir starten. Ich dachte, die bringen mir schon irgendwie einen Vorteil, aber vielleicht bin ich auch einfach zu dämlich dafür. Wäre jetzt nicht das erste Mal. So, lass mal uns auf der Sternenkarte unsere Gesundheit, Status, Schlangenumarmung, Schlangenumarmung, Pumpstatus, Gesundheit, achso. Okay, ja, Skills, Sternenkarte. Zivilisierte Außenposten. Da waren wir aber noch nicht, ne? Oder? Ich weiß es jetzt nicht. Naja, wir gehen jetzt erstmal zurück in Alpha Centauri. Hier. Die Loge. Da wollen wir hin. Da müssen wir hin.